So ein herzliches Willkommen an euch alle zu unserer letzten Veranstaltung von der Friday Digital Reihe 7.0. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es werden jetzt noch einige, sehe ich gerade im Warteraum, nach und nach eintrudeln. Wir wollen aber jetzt schon mal starten und ich habe heute eine ganz tolle Unterstützung hier an meiner Seite. Und zwar Kai aus Sachsen, aus Leipzig. Und Kai, vielleicht magst du dich ja einfach mal kurz selber vorstellen, was dich so antreibt und warum du oder was du bei Schule im Aufbruch machst. Genau, ich wollte mal lernen, wie das mit dem Zoomen geht heute. Und genau, nee, Quatsch. Also ich bin Bundeslandkoordinator für Schule im Aufbruch Friday in Sachsen. Und genau, und ja, es ist immer gut, wenn da jemand noch mal im Hintergrund ist, der das Technische so realisiert und damit die Laura ganz befreit sozusagen euch mit auf die Reise nehmen kann. Deshalb schalte ich mich dann aber auch gleich weg. Aber genau, bin von Hause Medienpädagoge und ja, habe gerade schon in einer Schule den Friday mit begleitet, in einem Gymnasium in Leipzig und bin deshalb ganz positiv, weil das so schön war. Wir haben nämlich auch Erdbeeren angepflanzt. Aber das nur am Rande. Bis gleich. Danke dir, genau. Und wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt, ich habe gerade schon eine im Chat am Rande gesehen, dann könnt ihr euch auch gerne an Kai wenden. Vielleicht kannst du die kurz der Person beantworten im Hintergrund. Auch nochmal ein ganz kurzer Technik-Check für alle, weil jetzt vielleicht auch ja Personen dabei sind heute, die bei den letzten Modulen nicht mit dabei waren. Also es wäre schön, wenn ihr jetzt in dem großen Raum euer Mikrofon erstmal stumm geschaltet lasst. Das könnt ihr hier unten über das Mikrofon machen, stumm schalten. Wenn ihr da vielleicht später sprecht und die anderen nichts hören, dann könnt ihr da auch ein anderes Mikrofon auswählen oder ihr könnt auch eine andere Box auswählen, über die das abgespielt wird, falls ihr nichts hört. In den Breakout-Räumen schaltet gerne euer Video an, damit man euch sehen kann und ihr besser da in den Kontakt gehen könnt. Und wir reden uns hier ja in all unseren Veranstaltungen immer per Du an. Dazu seid ihr auch herzlich eingeladen in den Breakout-Räumen später. Wenn ihr bestimmte TeilnehmerInnen nochmal finden wollt, weil ihr die wegen irgendwas Bestimmten ansprechen möchtet, dann könnt ihr das hier über den Button Teilnehmer und die dann auch direkt anschreiben, über den Chat zum Beispiel. Wenn ihr in den Breakouts später euren Bildschirm freigeben möchtet, weil zum Beispiel nur eine Person mit dem Miro-Board gut umgehen kann, dann könnt ihr das auch hierüber machen. Dazu seid ihr auch berechtigt. Dann können alle, so wie ihr das jetzt bei mir seht, euren Bildschirm sehen und ihr könnt daran dann gemeinsam arbeiten. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, auch den Breakout-Raum auswählen für später. Es gibt entweder dieses Zeichen hier, Breakout-Session, oder drei Punkte bei euch unten in der Leiste, bei manchen vielleicht auch oben. Und darüber könnt ihr dann später, wenn ihr eingeladen werdet, dem Breakout-Raum beitreten. Genau, vielleicht noch, wenn ihr euch umbenennen mögt, könnt ihr das auch gerne machen, damit jeder irgendwie direkt erkennt, von welcher Schulform und aus welchem Bundesland ihr kommt. Das könnt ihr über die drei kleinen Pünktchen bei eurem Bild oder wenn ihr die Teilnehmerinnenliste öffnet, dann werdet ihr hier so angezeigt und könnt über Mehr auf Umbenennen klicken. Soweit erstmal zu den technischen Rahmenbedingungen und ich hoffe, dass wir dann damit ganz gut heute durch die 2 Stunden kommen. Und es geht ja heute um den Kickoff, also um die Auftaktveranstaltung oder die Auftaktwoche in den Friday. Wie können wir die ersten Wochen gestalten? Wie können wir starten? Kurzer Blick zurück. Wir haben uns ja schon mit dem Friday an sich beschäftigt. Wir haben auch geguckt, wie können wir ein gutes Netzwerk aufbauen? Wie können wir Verbündete finden? Und wie können wir auch die Lernbegleitung und das Projektlernen vorbereiten und planen? Das waren so Dinge, die wir schon mal angerissen haben, auf jeden Fall in den letzten Modulen. Und heute wird eben im Fokus stehen, wie können wir in den Freien wirklich konkret reinstarten? Und ich freue mich auch sehr, dass heute wieder 2 Schulen mit dabei sein werden und dass ihr beiden, Jana und Katrin, ja später von euren Erfahrungen teilen werdet. Dazu dann an späterer Stelle mehr. Das ist so unser Fahrplan für heute. Wir machen gleich ein kurzes Check-in, wo ihr im Breakout geschickt werdet und mal kurz selber einchecken könnt, und ein paar Leute hier kennenlernen könnt. Dann gucken wir uns nochmal eigentlich die Ziele des Kickoffs an und verorten das so ein bisschen in dem Einführungsprozess. Und dann kommen eben die Impulse aus der Schulpraxis. Und im Anschluss daran werden wir in der Werkraumphase da reingehen,
also den Kickoff, die Projektwoche oder die Auftaktveranstaltung, je nachdem, wofür ihr euch eigentlich entscheidet, aber da in die konkrete Planung zu gehen, mal gemeinsam zu überlegen, was kann man denn da eigentlich alles machen? Und da gibt es schon ganz, ganz tolle Inspirationen von anderen Schulen auch. Genau, und am Ende werden wir noch eine kurze Reflexion machen, Ernte machen, das ist ja das Abschlussmodul hier, und dann auch ein bisschen Ausblick geben, was gibt es jetzt vielleicht noch für weiterführende Veranstaltungen und Möglichkeiten, im Kontakt zu bleiben. Soweit zum Fahrplan, und jetzt lade ich euch ein zum Check-in. Das wäre toll, Kai, wenn du jetzt Breakouts erstellen würdest. Und dann habt ihr 4 Minuten Zeit, euch zu der Frage auszutauschen in den kleinen Gruppen. Wann und wie wollen wir denn eigentlich in den Friday starten? Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee dazu. Vielleicht haben auch andere schon aus der Gruppe eine Idee dazu. Viel Spaß bei dem Austausch und ein gutes Ankommen hier. Und bevor wir jetzt in den Praxisimpuls starten, würde ich euch noch mal ganz kurz zu deinem nehmen, wo eigentlich dieser Kickoff, also dieser Auftakt in den Friday verortet ist. Die meisten von euch werden sich ja wahrscheinlich gerade in einer dieser Phasen befinden, also informieren sich gerade in irgendeiner Form über den Friday und über all das, was dazugehört, suchen vielleicht auch Verbündete und planen schon ganz konkret ihre Pilotphase des Friday. Und eigentlich am Ende dieser Planung der Pilotphase, oder vielleicht startet ihr ja auch mit der gesamten Schule, dann ist es vielleicht nicht eure Pilotphase, sondern ihr startet direkt all in. Aber am Ende steht eben der Kickoff. Also das ist so der Auftakt, da geht's los in den Friday. Die SchülerInnen haben das erste Mal Friday, kommen in Kontakt mit dem neuen Lernen, vielleicht auch mit den 17 Zielen. Vielleicht habt ihr das aber auch vorgelagert. Und so die Veranstaltung oder die Projektwoche, wo es dann so richtig spürbar wird für alle, so, jetzt geht's los und der Friday ist an unserer Schule gestartet. Und wenn wir uns nochmal ganz kurz auch diesen Jahreszyklus oder einen möglichen Jahresablauf von einem Friday ja anschauen, dann steht eben der Kickoff wirklich hier so am Anfang und dann startet die Projektarbeit. Und die Ziele sind eigentlich von so einem Kickoff, dass alle wirklich wissen, was der Friday eigentlich ist. Es ist an manchen Schulen jetzt schon passiert, dass sie dann irgendwie davon ausgegangen sind, ach, wir haben uns jetzt so viel damit beschäftigt, jetzt wissen doch irgendwie alle schon Bescheid, aber so richtig wussten die SchülerInnen dann doch nicht, was genau der Friday eigentlich ist. Und das sollte auf jeden Fall an diesem Kickoff oder an dieser Projektwoche geklärt werden. Dann auch spürbar zu machen, dass der Friday wirklich anders ist als normaler Unterricht oder als das, was SchülerInnen vielleicht bisher in Schule erlebt haben. Und was man auch machen kann an dem Kickoff oder vielleicht auch schon davor, je nachdem, wie ihr das plant, so einen ersten Überblick zu geben über die 17 Ziele und auch Begeisterung dafür zu wecken. So, wie kann ich mich denn da einbringen? Also es geht auch um positive Energie, um Motivation und die SchülerInnen da wirklich zu empowern, auch in ihre Projektarbeit einzusteigen und ja, sich da umzuschauen, was für Ziele sie interessieren und wofür sie sich einfach stark machen möchten. Und ein Ziel kann auch sein, in dieser Kickoff-Veranstaltung schon erste Inspirationen für Projektideen zu sammeln. Manche machen dann auch schon die erste Gruppeneinteilung am Ende des Kickoffs. Also auch das kann am Kickoff stattfinden, um dann einfach gut danach in den Friday starten zu können. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach direkt mal an euch beide übergeben. Katrin und Jana. Sabine ist jetzt ja nicht mehr mit dabei. Ich hatte sie hier nochmal mit aufgeschrieben. Katrin ist von der Grundschule am Gickelsberg in Sachsen und Jana ist von der Oberschule Elstra in Sachsen. Und Jana, vielleicht, Katrin, vielleicht magst du mal anfangen zu erzählen, wie das bei euch so war, wie ihr eigentlich den Kickoff, den Auftakt in den Friday gestaltet habt. Ja, mache ich sehr gern. Ich bin die Schulleiterin der Grundschule am Gickelsberg in Kamenz und wir sind im ländlichen Raum. Wir haben 140 Schülerinnen und Schüler und ich habe einen Hort für die Nachmittagsbetreuung im Schulgebäude. Das ist wichtig, weil dort die Erzieher beim Zukunftstag, wie er bei uns heißt, mitziehen. Wir suchen immer nach guten Bedingungen für unsere Kinder, weil sich ihr Lernumfeld ja stetig verändert, so wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und ich bin auf Margret Rasfeld gestoßen in einer Zeitschrift der Moment, die wir durch ein anderes Projekt, die Metazeit, bekommen hatten.
war sofort begeistert, habe mir ihr Buch gekauft und es war für mich wie eine Eingebung. Und nun ist es schwer, ein Team unterschiedlicher Generationen für sowas zu begeistern. Und ich weiß, gute Projekte scheitern, wenn man sie nicht geduldig und langfristig vorbereitet. Und deswegen haben wir in unserer Folie da auch mal unseren Weg, so den Beginn unseres Weges eingepflegt. Also die Laura hat das gemacht, dankenswerterweise. Ich habe mir wirklich zwei sehr gut motivierte junge Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot geholt. Also wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, haben dort Termine festgelegt und erstmal Informationen gesammelt und uns orientiert, worum geht es da eigentlich. Und dann kam uns Schule im Aufbruch in Leipzig wirklich zur Hilfe. Wir haben sie kennengelernt und dort diese Fortbildungen und unterstützenden Webkonferenzen, die waren einfach nur super. Das hat uns sehr geholfen. Dort gibt es auch online unwahrscheinlich viele Praxishilfen, wo wir auch erstmal das Material für die Schülerinnen und Schüler sowie die Online-Liste da schon angeschafft haben. Und haben dann für das zweite Halbjahr, wir sind im Halbjahr jetzt erst gestartet, den Kickoff vorbereitet. Und dazu haben wir im Vorfeld, was ganz wichtig war, eine Schulkonferenz durchgeführt, wo wir allen Elternvertretern und dem Träger, also alle, die mit uns zusammenarbeiten, unser Vorhaben vorgestellt haben, um sie davon zu überzeugen, so dass wir dann also auch wirklich den Beschluss hatten, dass wir das durchführen können. Und wir haben das so geplant, dass wir 5 Minuten jeder Unterrichtsstunde, also wir haben die komplette Stundentafel erhalten. Wir sind mit der gesamten Schule sofort eingestiegen, also zweites Halbjahr. Die ersten Klassen konnten also schon soweit lesen und haben dann die Erzieher und noch, wie soll ich jetzt sagen, wir haben GTA in Sachsen, also Ganztagsangebote. Das sind nicht alles Lehrer oder Pädagogen, aber die machen unterschiedlichste Angebote für die Kinder, von Computer über Natur, über handwerkliche Dinge. Und auch die konnten wir mit einbeziehen, sodass wir wirklich am Ende 17 Lernbegleiter zur Verfügung hatten oder jetzt haben. Und wir sind dann mit dem zweiten Halbjahr gestartet und die Kick-Off-Veranstaltung haben wir so gestaltet, dass wir alle Kinder zu einer Schülervollversammlung in unsere Turnhalle geladen haben. Ich habe kurz vorgestellt, was das neue Lernformat, was wir vorhaben, nämlich unseren Zukunftstag, bedeutet für die Kinder, dass sie für ihre Zukunft lernen und eben nicht nur für Noten. Und dann hat unser Förderverein jedem Kind ein Zukunftstagebuch geschenkt. Also das ist so ein A4-Klattenbuch, wo sie jetzt über die 4 Jahre, die sie in unsere Schule gehen, da arbeiten können. Vielleicht brauchen manche auch mehrere davon. Und dann haben wir zwei dieser Tage, das ist bei uns immer mittwochs, die ersten 2 Stundenblöcke, haben wir Zukunftstag. Und dafür haben wir, wie gesagt, von jeder Unterrichtsstunde 5 Minuten abgezwackt. Wir haben die Blöcke also nicht mehr 90 Minuten, sondern 80 Minuten. Und die anderen Minuten gehen in den Zukunftstag. So, und dann haben wir zwei solche Zukunftstage genutzt, um den Kindern erstmal die 17 Ziele vorzustellen. Jedem Kind, also jeder Lernbegleiter hatte sich auf ein Ziel vorbereitet. Und dann durften die Kinder sich eine Frage ausdenken oder die benennen, die sie am meisten beschäftigt momentan. Die Fragen haben wir dann im Kollegium und mit den Lernbegleitern sortiert und haben daraus Gruppen, also zu welchem Ziel passt das, haben jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet und die Kinder forschen jetzt an ihren Themen und das sieht man dann so in unseren nächst nachfolgenden Bildern. Ich Also versuche es unser gerade nochmal hier, das neu zu starten mit der Diashow. Es hat gerade leider nicht so geklappt. Jetzt war es ein bisschen Das klein. ist unser Regal, das ist also, da sind für alle 17 Ziele die Materialien drin, die wir haben, Bücher, Spiele, alles Mögliche. Und das können die Kinder sich immer am Zukunftstag holen und nutzen. Ich lasse es jetzt mal kurz in der kleinen Ansicht, Ja. weil das irgendwie da nicht lädt. Genau, aber danke dir. Und
Ja, jetzt sehe ich es gerade selber nicht mehr. Doch. Das war hier der Kickoff in der Turnhalle, weil unsere Eltern nicht gerne, Diana hat es dann so schön mit Smileys gemacht, habe ich immer nur die Kinder von meistens von hinten. Also da ist immer diese Sicherheitsfrage. Hier haben wir zum Kickoff die Filme gezeigt, Kinder erklären den Friday und The World Largest Lesson. Und damit haben wir die Kinder also eingestimmt. Und dann sind sie, wie gesagt, 2 Tage in diese Kennenlernphase der 17 Ziele gegangen. So, und die nächsten Kleinansichten, das sind schon die Bilder, wie die Kinder arbeiten. Also das ist noch vom Vorstellen der Ziele, wie wir uns daran getastet haben. Und weil ich das gerade hier sehe, hier unten, für das Thema Gesundheit und Wohlergehen haben wir zum Beispiel uns die Toolbox, also jetzt nicht die von Friday, sondern es gibt eine Toolbox, Gesundheit, die ist frei, also auf Spendenbasis. Und daran erarbeiten sich die Kinder, die sich zum Thema Gesundheit und Wohlergehen dafür entschlossen haben, die bearbeiten die jetzt gerade. Die haben wir auch für alle Kinder besorgt. Magst du das So. auch im Nachhinein nochmal mit uns teilen, Katrin? Die Das ist ja total Toolbox spannend. Ja, richtig gerne. kann ich gerne machen. Ja, mache ich. Ich schicke dann mal im Chat. Ich habe die auch hier, aber das sieht man ja dann immer so schlecht, ne? Hier, so sieht Genau, die aus. kannst du mir sonst auch schicken. Ja, the toolbox is yours. Ja, genau. Von Maria Kluge, ne? Genau. Dann Und stelle ich das nämlich nochmal für euch zur Verfügung auch. ja. Und ja, und dann nach diesen, wie gesagt, 2 Findungstagen haben sie sich jetzt in ihre jahrgangsübergreifenden Gruppen begeben und fangen jetzt wirklich an zu forschen. Und was mich so begeistert, sind diese übergeordneten Kompetenzen, die die Kinder entwickeln. Also jetzt versuch mal, ein Telefonat zu organisieren mit dem Energieerzeuger in der Stadt. Darauf musst du dich schon gut vorbereiten. Und sie schreiben E-Mails, haben auch Post zurückbekommen von Erwachsenen. Das war sehr schön. Wir haben nochmal Elternabende gemacht nach 2, 3 Tagen, wo die Kinder schon selbst geforscht haben, um auch Fragen für die Eltern zu beantworten und sie abzuholen, weil es gibt natürlich nicht nur begeisterte Eltern, es gibt auch Skeptiker, die Kinder könnten zu wenig lernen oder zu wenig für Noten lernen. Diese Ängste muss man natürlich ernst nehmen und auch mit den Eltern kommunizieren. Und dort haben wir aber auch Listen ausgelegt, welche Eltern sich vorstellen könnten, zu welchem Thema sie die Kinder unterstützen könnten. Und da ist ein unglaubliches Feedback gekommen. Und die Kinder nutzen das auch aktiv. Die suchen sich dann immer genau, wer kann uns jetzt helfen und treten mit den Eltern oder teilweise auch Großeltern oder unserem Museum dann in Kontakt. Klappt super. Ja, und vielleicht noch zur Organisation. Das ist, glaube ich, das letzte Bild, Laura. Ja, das T-Shirt fand ich einfach super, dass er das an dem Tag anhatte. Wir haben für jedes Kind einen Magneten gemacht, so dass wir immer im Schulhaus genau wissen, wo befindet sich jetzt welches Kind. Wenn die frei arbeiten, die gesamte Schule ist schon so ein Überblick ganz gut. Und wenn sie dann draußen sind oder unterwegs sind, also draußen ist Schulhof, dann nehmen sie einen Magneten und pappen den da dran. Und wenn sie wieder reinkommen und in ihr Zimmer gehen oder in ein anderes Zimmer gehen, dann dahin, sodass also auch immer abgesichert ist, weil die Eltern so ein bisschen Sorge hatten, dass da manche sich verdrücken oder in eine Ecke setzen und nichts tun. Also wir wissen immer, wo jedes Kind ist. Hier. So. Momentan sieht es so aus, dass auch die größten Skeptiker im Kollegium richtig Freude haben, die Kinder zu unterstützen und sie dabei beobachten, was Kinder eigentlich leisten können, wenn sie sich für ein Thema interessieren. Das ist das, was auch bei ganz vielen anderen Schulen passiert oder Erfahrungen, die ihr mit anderen Schulen auch gemeinsam habt. Vielen Dank auf jeden Fall, Katrin, schon mal an Sehr der Stelle für gerne. den Einblick. Vielleicht noch ganz kurz, weil ja heute so auf Fokus nochmal Kickoff ist, wird es so ein bisschen angerissen. Ihr habt ja das auch unter euch aufgeteilt im Kollegium. Wer stellt auch welches Ziel irgendwie vor? Habt ihr das gemeinsam geplant, den Kickoff? Wen habt ihr noch mit einbezogen? Wie war das so, die Vorbereitung dafür? Also den Kickoff haben erstmal wir drei, die wir dieses Org-Team da waren, Teamentwicklung oder Schulentwicklung, die drei, die den Zukunftstakt generell vorbereitet haben. Und dann haben wir uns alle Lernbegleiter zusammengenommen und jeder hat gesagt, dass er sich ein Ziel herausnimmt und das wurde dann vorgestellt. Aber das ist, wie gesagt, 2 Tage nach dem Kickoff passiert, also die 2 Zukunftstage, weil das sonst für die Grundschule viel zu viel wäre. Ja. Ja. Okay. Ja, dann erstmal danke dir an der Stelle und
Ich würde jetzt gerade erstmal an Jana übergeben und dann einfach danach den Raum für Fragen öffnen, was auch euch einfach hier beschäftigt. Ich probiere es jetzt nochmal. Doch, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Gut, okay. Also, ein herzliches Hallo. Ich selber bin eigentlich fast eine Nachbar, wir sind fast eine Nachbaroberschule von der Katrin, auch wenn die Oberschule in Elstra ist, ist unweit 5 Kilometer entfernt. Ich habe eine Schule mit 314 Schülern, wir sind 24 Kollegen, 13 Klassen. Ich bin froh, dass ich Unterstützung habe durch eine Schulsozialarbeiterin, einen Praxisberater, einen Schulassistenten. Also es gibt so ein Personen, ein paar in der Hinterhand, die mich bei der Durchführung und Organisation jede Woche auch mit unterstützen. Wobei ich mir selber so ein bisschen den Hut aufgesetzt habe, weil ich ebenso wie die Katrin begeistert war. In meiner Woche mal Corona-Zwangspause im vergangenen März habe ich auch das Buch gelesen und war begeistert, habe gedacht, ich kann in der Dienstberatung Kollegen mitziehen und bin da das erste Mal so ein bisschen kläglich gescheitert. Also ich habe da im Kollegium nicht sehr viele offene Ohren gefunden und war eigentlich ein bisschen enttäuscht. Und es haben sich dann so 2, 3 Kollegen so wie ein bisschen heimlich zu mir geschlichen und haben gesagt, ach, eigentlich finden die schlecht. Wir würden da auch gerne mitmachen. Für mich ist es immer so, dass ich wirklich sage, diese Metakompetenzen lernen die Schüler nie, wenn sie die 500. Matheaufgabe von dem gleichen Typ rechnen, sondern da muss man eben Klassenzimmer, Schule auch mal verlassen, um gerade wenn meine Kinder, die sind fast alle vom Dorf, das Einzige, wenn sie ihr Dorf mal verlassen ist, wenn sie mit dem Schulbus bis nach Elstra gefahren kommen, bis nach Dresden und Bautzen, das ist für die schon fast manchmal wie eine Weltreise. Und deshalb, denke ich, müssen die auch irgendwie näher ans Leben gebracht werden. Und das war so mein Ansinnen, wo ich gesagt habe, das wäre ein Format, womit man das auch erreichen kann. Und gerade Kommunikation, Selbstorganisation, Teamfähigkeit, das sind so Dinge, was ich mir davon wirklich erwarte und erhoffe, dass sich das bei unseren Schülern besser ausprägt. Denn ich sage immer, ich kann jedem verzeihen, dass er vielleicht in Englisch nicht so gut ist oder in Mathe eine schlechte Note hat, aber gerade charakterliche und soziale Kompetenzen. Also das finde ich schon wichtig, dass wir das unseren Kindern einfach auch mitgeben. Und ja, ich war froh, dass Schule im Aufbruch dann das Netzwerktreffen in Leipzig angeboten hat. Wir sind also zu zweit aus der Schule dort gewesen und dort habe ich ganz viel Mut bekommen, um es trotzdem anzugehen, auch wenn sich nicht so viele Kollegen dafür begeistern lassen haben. Aber das war so ungefähr das Motto: fangt an, zeigt, was die Kinder Tolles schaffen, wozu die in der Lage sind. Und die anderen werden sich nur ärgern, dass sie nicht mitmachen. Und vielleicht gibt es dann so ein paar Befürworter, die dann sagen, oh, ich würde das doch gerne mal mit ausprobieren. Und genauso sind wir das angegangen. Wir haben uns mit den wenigen Kollegen und eben Schulsozialarbeiter, Praxisberater, Schulassistent in dem Team zusammengefunden und haben überlegt, was lässt sich realisieren. Es war so, dass wir zum 1. Februar unseren Stundenplan ändern mussten. Und deshalb war das für uns ein guter Start, in den Friday zu starten. Wir haben uns überlegt, Friday war so ein bisschen verbrannt, der Name. Und deshalb, das war auch das, was die Kollegen abgestoßen hat, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb heißt es bei uns also jetzt Zukunftswerkstatt. Und wir haben überlegt, welche Klassen kommen in Frage. Mit allen 314 Schülern, wenn man keine Kollegen im Hintergrund hat, funktioniert es nicht. Also war der Klassenlehrer der 6a dabei, 6b ging auch so halbwegs, aber die hatte ich keine freien Stunden für sie, also konnte sie noch, kann sie noch nicht mitspielen. Wir haben gesagt, wir nehmen die 2 6. Klassen, die 5er waren noch nie so richtig selber angekommen in der Schule und bei den 7ern sind wir dreizügig. Das habe ich mir jetzt nie in der Organisation so wirklich zugetraut und deshalb sind es die 6. Klassen geworden. Dort gibt es einen Bildungselternabend für die Schullaufbahnberatung Ende Januar und den habe ich genutzt, um auch zu sprechen, um diese Zukunftswerkstatt vorzubereiten, die Eltern zu informieren. Es gab keine ablehnende Haltung. Die Eltern waren eigentlich begeistert, haben auch Hilfe sofort angeboten. Natürlich wussten die Eltern, und das war mein Aufhänger, dass wir nicht mehr alle Unterrichtsstunden der Stundentafel abdecken können, weil wir nicht mehr genügend Lehrer haben. Also es hätte Stundenkürzungen so und so ab dem 1.2. gegeben. Und die Zukunftswerkstatt fängt das also jetzt ab. Die Kinder gehen also nicht 11.20 Uhr nach Hause, sondern sie haben regulär Unterricht oder besser gesagt Zukunftswerkstatt, sonst hätte
diese Sache wäre ersatzlos einfach ausgefallen. Die Kinder wären nach Hause gegangen an dem Tag. Und so ist es bei uns ein Donnerstag geworden, weil wir da die Turnhalle zur Verfügung haben und ich wollte nicht, dass im Stundenplan vorher Deutsch, Mathe, Englisch oder irgendein anderes Fach steht, auf was sie sich noch vorbereiten müssen, wo sie vielleicht eine Klassenarbeit gerade geschrieben haben. Und deshalb ist es der Donnerstag. Sie haben den ersten Block, also 90 Minuten lang Sportunterricht und dann gehen sie in die Zukunftswerkstatt. Und das ist, wir starten immer in der Mensa mit der Zukunftswerkstatt. Das ist unsere Mensa hier, reicht für 100 Personen ungefähr. Und 52 Kinder sind jetzt in den 2 sechsten Klassen. Wir treffen uns jetzt nicht mehr so. Das war also wirklich der Kickoff und wir sind genauso gestartet. Vielleicht kannst du das nächste Bild jetzt einfach, da gibt es einen Plan. Genau. Und zwar wollten wir eigentlich mit einem Klassenlied starten. Das sollte unser Ritual sein. Wir haben das leider nicht geschafft dort. Das steht zwar auf dem Plan, aber wir haben es leider nicht singen lassen können von der 6a, weil die noch nicht so weit waren. Aber auch damit muss man umgehen können. Wir haben also 2 Wochen vor den Ferien, vor den Winterferien, den Stundenplan schon gehabt und haben 2-mal Zukunftswerkstatt im Klassenverband durchgeführt. In diesen 2 Zukunftswerkstätten haben wir uns mit den 17 Zielen beschäftigt. Die Schüler haben die kennengelernt, dort sehr zentriert mit Strukturlegeübungen, aber sehr lehrerzentriert, dass Strukturlegeübungen mit den Inhalten durchgeführt worden ist. Und was ich ganz wichtig fand, die Schüler haben die Fragen beantwortet, was tun wir schon jetzt für die oder besser gesagt, was haben wir bis jetzt schon getan für die Umsetzung dieser 17 Ziele? Die 2. Frage, die sie beantwortet haben, was machen wir gerade? Wo sind wir im Schulalltag oder privat aktiv, dass wir was für diese Umsetzung der 17 Ziele tun? Und was möchten wir in der Zukunft, vielleicht auch in der Zukunftswerkstatt gerne machen? Das hat uns geholfen, um dann später die Projektgruppen auch festzulegen, dass die Schüler sich also auch ihren Interessen nach in die Gruppen einwählen konnten. Wir sind also auch mit dem gleichen Video gestartet, mit diesen 17 Zielen. Ich glaube, das ist auch eine gute Geschichte, um die Schüler zu motivieren, dass sie jüngere Schüler, gleichaltrige Schüler sehen, wie die das gemacht haben. Und wir haben uns auch aus dem Video so ein paar kleine Rituale abgeguckt, die wir uns übernommen haben in unsere Zukunftswerkstatt. Ich hatte den Kai kennengelernt, deshalb war es mir wichtig, deshalb steht da auch Botschaftervortrag. Ich habe gesagt, unsere Schüler sollen sehen, dass sie das nicht nur in Elstra machen, sondern dass man das in ganz Sachsen, in ganz Deutschland, auch in Österreich macht. Und der Kai hat also in seiner kurzen Begrüßungsrunde dort darüber gesprochen und hat die Schüler begrüßt, dass sie jetzt auch endlich mit dabei sind und dass sie was Gutes tun wollen. Und wir haben unsere Experten, die externen Partner, auch vorgestellt. Zu diesem Kick-Off hatten wir da mehr als normalerweise. Normalerweise sind es also 2 Lehrer und 3 externe Partner, die wir mit dem Geld aufholen nach Corona bezahlen. Die haben also einen Honorarvertrag von uns und werden dafür bezahlt. Und die Angst ist ja immer da, was ist, wenn ein Lehrer mal krank wird, wenn ein externer Partner mal nicht kann? Was macht man da? Und da ist eben die Schulsozialarbeiterin und der Schulassistent im Hintergrund. Die gehen auch mal in eine Gruppe, die Hilfe braucht. Oder wenn eine Gruppe außer Haus jetzt später, also das ist nun schon oft passiert, dann brauche ich ja auch eine Begleitperson. Da sind die immer mit dabei. Und ich bin auch immer mit in der Hinterhand, um organisatorische Fragen zu klären für die Kinder und auch immer im Sekretariat, in der Schulleitung als Ansprechpartner zu sein, wenn irgendwelche Fragen auch schulorganisatorisch geklärt werden müssen. Ja, wir haben uns gesagt, okay, wir wollen euch motivieren, dass wir nicht erst auf die großen Sachen warten, sondern wir machen an dem Tag eine gute Taten-Challenge. Die 17 Ziele kannten sie. Und nun war es aber daran zu fragen, was können denn unsere Experten also anbieten oder unsere externen Partner. Wir hatten 9 insgesamt, es war noch eine Praktikantin dabei und über die Unterrichtsversorgung habe ich noch eine Kollegin, die da mit eingesprungen ist. Es waren also 9 Dinge. Es musste jeder externe Partner oder jede Gruppe bestand dann aus 5 oder 6 Kindern. Das hier, die Beispiele kommen dann gleich noch, aber hier war es so, dass wir erstmal nur gesammelt haben, unsere Ideen. Wir wussten dann und hatten geplant, wenn diese Gute-Taten-Challenge ab 45 Minuten 2-mal durchgeführt worden ist, dass wir uns wieder in der Mensa treffen, dass wir dort unsere Arbeitsergebnisse präsentieren, dass die Schüler dann den Tag nochmal Revue passieren lassen können, ihre Meinung dazu sagen
Und leider war auch die 6b noch nicht so weit, das Klassenlied zu singen. Das hatten sie nämlich im Musikunterricht und so gedichtet, aber die Musiklehrer haben es noch nicht für so gut befunden gehabt, die Qualität des Gesangs, dass sie das dort schon freigeben wollten und sie wollten auch keine Misserfolge für die Schüler. Das machen wir jetzt immer in der Zukunftswerkstatt. Da singen sie dann ihr Lied und es ist auch schwierig, kann ich nur sagen. Es ist schade, wir haben das eben 14 Tage vorher gemacht, schon in den Stunden auch. Es ist schade, jetzt kein gemeinsames Lied mehr zusammenzukriegen. Da müssen wir noch dran arbeiten, damit wir ein gemeinsames Schullied, ein Zukunftslied, ein Klimalied irgendwie zustande kriegen. Ja, vielleicht können wir zur nächsten Folie gehen. Ja. Denn in diesem Kickoff, als wir hier uns vorgestellt haben, hat dann jeder der Kooperationspartner seine Challenge, seinen Beitrag zur Challenge vorgestellt. Zum Beispiel hier, stelle eine Futterstelle für Vögel dar. Ja, und dann wurde das Namensrad, die neuen Challenges wurden vorgestellt. Man hat also auch die Personen gesehen, die haben kurz erklärt, was sie in den 45 Minuten mit den Kindern machen wollen. Und dann hatten wir ein Vornamenrad, weil wie sollen sich 50 Kinder jetzt in diese Challenge einwählen? Und das kennt wahrscheinlich jeder, diese App bei Apple auf dem iPad. Und wir haben dann nur die Buchstaben ausgesucht mit den Vornamen unserer Schüler aus der 6a und der 6b. Wir haben das Rad gedreht, jetzt steht es auf C, also der Carlo und die Carola, ach, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Die hatten also jetzt als erstes die Möglichkeit, zu den Challenge-Leitern zu gehen. Und die hatten alle, weil wir nachhaltig keine neuen Karten basteln wollten, haben wir also aus einem Kartenspiel Karten genommen und die hatten also 5-mal die rote Dame oder 6-mal die rote Dame, der Herr Richter. Und wer mit Herrn Richter Müll sammeln wollte, der konnte da hingehen, sich so eine Karte nehmen. Das war seine Eintrittskarte für die Challenge. Und wenn Herr Richter keine Karten mehr hatte, da konnte da eben jetzt erstmal keiner mehr mitmachen. Und so haben wir das durchgeführt. Dann gab es die Mittagspause. Dann gab es wieder das Treffen in der Mensa. Dann wurde die zweite Runde gestartet. Und da war es auch wirklich so, dass einige Glück hatten, die erst am Ende dran waren in der ersten Runde. Die konnten dann eben in der zweiten Runde mit als Erste gehen. Das ist nun mal das Zufallsprinzip. Und so wurde die zweite Runde durchgeführt. Man sieht hier, wie die sich dann eben treffen in der Mensa, das linke untere Bild, wie die dann sich in den Gruppen getroffen haben und dann in ihre Challenge-Räume gegangen sind. Und vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen durchklicken. Und da müssen wir jetzt nicht zu jedem Einzelnen was sagen. Das sind nur so ein paar Impressionen, was die nur alle so gemacht haben mit dem Vogelfutter herstellen. Also die waren da ganz aktiv. Müll waren sie fleißig, haben sie gewogen, wie viel Kilo das waren. Ja, der wurde dann ausgeteilt, der Pausensnack in der Küche. Wir haben die Räume immer gesperrt, also immer beide Werkenräume, die Küche, die Klassenräume sind gesperrt für den Zukunftstag. Wir haben also hier auch gekocht, Marmelade war lecker und gegessen natürlich dann auch. Müssten noch, ja, das Entspannen ist sehr gut angekommen auch, dass die sie verwundert waren, dass sie sogar eingeschlafen sind dabei. Dann hat sie das sehr gewundert. Und das Papierschöpfen, genau, sind sie mit tollen Papieren nach Hause gegangen. Pflegeprodukte hergestellt, Zahnpasta zum Beispiel. Ne? Und das war kurz vor Ostern und wir haben eine Kollegin, die kann also diese Technik des sorbischen Ostereiersmalens. Und die hat das den Kindern beigebracht und sie hatten im Geschenk, haben was gelernt und haben aber auch ein Geschenk mit nach Hause nehmen können, um anderen eine Freude zu machen. So, das waren die neuen Dinge, die da durchgeführt worden sind, zweimal. Und in der nächsten Folie sieht man dann, wie wir uns zum Feedback in der Mensa getroffen haben. Man sieht die Vogelhäuser und das haben wir eben aus dem Video uns mit zur Gewohnheit gemacht, dass wir aus der Turnhalle so einen Hocker immer in die Mitte der Mensa stellen. Das machen wir auch jetzt noch, wenn Zukunftswerkstatt ist. Dann sind die so ein bisschen erhaben und sind höher als die anderen. Und wir nutzen auch das Mikrofon mit so ein ganz einfaches Mikrofon mit so einem großen Lautsprecher, den man hinter sich herziehen kann. Das hilft, um auch mal so ein kleines Tuscheln zu übertönen, dass die Kinder trotzdem gehört werden. Denn immer auf null die Lautstärke kriegt man die Kinder. Nee, da raschelt es mal hier und dort, aber dass sie gehört werden. Und sie haben also ganz stolz ihre Dinge präsentiert. Und dann gab es die Feedbackrunde mit ein paar Fragen, die ihnen geholfen haben, das Revue passieren zu lassen, was sie eben verbessern könnten, was toll war und solche Sachen. Konnten sich Fragen aussuchen, uns freiwillig. Wir mussten es dann stoppen. Der Kai hat auch noch ein Feedback gegeben, hat denen auch gesagt, wie toll er das gefunden hatte. Vielleicht kann er selber was zu der Stimmung sagen.
es war, ich glaube, ein guter, gelungener Start mit dem, dass wirklich praktisch was für alle rausgekommen ist. Und die 17 Ziele waren so ein bisschen im Hintergrund, wir haben sie immer mit erwähnt, aber es war jetzt nicht mehr diese Theorie, sondern wir sind wirklich mit ganz kleinen, guten Taten für die Vögel zum Beispiel, die haben das dann alles im Schulgelände aufgehangen, haben das Vogelfutter verteilt, haben selber gesund gefrühstückt. Der Müll war beseitigt, zumindest rund ums Schulgelände. Also sie haben ganz kleine positive Dinge an dem Tag schon erreicht und sind mit einem stolzen Gefühl, ich glaube, nach Hause gegangen. Wir haben das dann, die nächste Folie können wir ruhig mal reinnehmen. Ja. Die würde ich gerne, wir haben aus der Erfahrung heraus also jetzt immer so ein paar Rituale. Wir singen also am Anfang jetzt immer noch Klasse für Klasse. Das macht mich noch ein bisschen unzufrieden, dass es nicht das gemeinsame Lied geworden ist. Wir starten immer mit dem Lied der Zukunftswerkstatt. Dann gibt es immer Good News. Die gibt es meistens, naja, so fast aus der Welt größtenteils. Dann gibt es aber auch Good News aus unserer Schule. Zum Beispiel waren die ganz stolz, dass die einbauen in der Zukunftswerkstatt in Insektenhotel. Und das hat ein Mädchen zu Hause erzählt und dann hat sofort der vom Imkerverein angerufen in der Schule und hat gesagt, er will die Kinder einladen, dass sie zu den Imkern kommen können. Da waren sie jetzt auch schon, haben auch Honig gegessen, haben das alles kennengelernt. Also da kam also schon das Feedback zurück. Oder wir haben eben erzählt, ach, heute war so schönes Wetter, 4 Lehrer sind sogar mal mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Wir sind ein bisschen abgelegen, mit dem Fahrrad ist schon spannend, weil viele aus Dresden die 45 Kilometer gefahren kommen jeden Tag, aber dann hat man das trotzdem mal erwähnt, wenn einige doch 10, 20 Kilometer früh mit dem Fahrrad in die Schule gefahren sind, um auch ihren Beitrag zu leisten. Das waren dann die nahen, ortsnahen Good News. Und dann gibt es immer den gleichen Ablaufplan für die Zukunftswerkstatt. Also wir treffen uns immer am Anfang, gibt es die Arbeitsphase und eben immer wieder 12.45 Uhr das Treffen in der Mensa mit der Präsentation der Tagesergebnisse und der Feedbackrunde. Das hat sich also gut macht sich gut jetzt auch wirklich, weil die Kinder wissen, was sie erwartet. Sie müssen auch ein Projekt-Tagebuch schreiben. Am Anfang hatten wir so eine Seite entworfen für das erste Mal. Das war dann in der Woche nach dem Kickoff, wo wir uns genauso mit dem Rat wieder in die Projektgruppen eingewählt haben. Und jede Gruppe sagt, was hat sie am Tag erreicht, was nimmt sie für sich fürs nächste Mal vor. Und sie müssen immer ihre Aufgaben auch in den 17 Zielen so ein bisschen verorten, damit wir die nicht aus dem Auge verlieren. Und die Feedbackrunde gibt es an jedem Donnerstag. Und was mich immer freut, ist auch, wenn die Schüler sich bedanken, zum Beispiel bei ihrem Lernbegleiter für die Unterstützung. Und das kommt immer vom Herzen. Und ich glaube, auch dort hat sich schon gezeigt, wie viele mutig geworden sind und dort freiwillig sich um das Mikrofon reißen und wirklich nach vorn kommen wollen und sprechen wollen. Und was die Schüler am Anfang nicht glauben wollten, ist, dass es keine Zensuren gibt. Jetzt haben sie es uns geglaubt, nach den einigen Wochen, die wir es nun schon machen. Also vorher war immer die Frage, wird es wirklich nicht bewertet? Kriegen wir hier wirklich keine Zensuren? Und das bestärkt vor allem die Schüler, die eben nicht immer mit den besten Noten aus dem Unterricht rausgehen, die hier einfach Mut bekommen, Selbstbewusstsein und sich auch trauen, was zu machen. Ja, eine letzte Folie ist noch da. Wir haben also nicht so einen schönen Bauwagen und wir haben auch keinen Ort, wo wir uns zurückziehen können und so. Und deshalb haben wir gesagt, irgendwas brauchen wir, wo die Schüler eben auch mal ihr Material hinterlegen können. Und deshalb haben wir solche Kisten gekauft. Wir haben also 5 Gruppen, 5 Kisten. Jede Gruppe hat ein iPad bekommen. Das ist nur für die Gruppe dann da, dass sie Fotos machen, dass sie das dokumentieren können. Sie sind da digital auch besser. Die haben alle gelernt, ihren Bildschirm in der Mensa zu teilen und ihre Bilder zu zeigen, wenn sie in der Präsentationsphase sind. Sie haben ihr Projekttagebuch, was sie bei uns nicht einzeln führen, sondern in der Gruppe führen. Und da wird am Anfang immer demokratisch entschieden, dass jeder mal dran ist. Geht so ein bisschen der Reihe rum, wer ist dran, wer ist heute der Sprecher, wer wird heute vortragen in der Präsentation. Und dorthin haben sie eine kleine Spendenkiste schon gebastelt. Das kommt dann alles am Ende in die Kiste rein, wird abgestellt. Und wenn es das nächste Mal losgeht, donnerstags, wird die Kiste wieder hervorgeholt. Wir würden uns über einen Bauwagen auch freuen, aber den gibt es bei uns noch nicht. Deshalb müssen die Kisten. Gute Alternative für den Anfang. Genau. Das sind unsere Kisten, weil es eben die Räume in der Schule eben nicht gibt, dass man sagt, das ist der Raum, wo wir das alles abstellen, machen wir es so. Das ist unsere Möglichkeit. Ja, das ja, danke war's schön von mir. Liebe Jana, für den Einblick, also auch den ausführlichen Einblick in euren Kickoff, aber auch ein bisschen das Drumherum. Ich glaube, auch von den Ritualen kann man auch noch mal
ja, viel mitnehmen und wollen uns jetzt ja, genauer anschauen, wie wir eigentlich so einen Kick-off bei uns an der Schule planen können. Und wir haben für die Werkraumphase zwei verschiedene Sachen vorbereitet, die ihr gleich nutzen könnt. Ich teile da noch mal kurz meinen Bildschirm. Und zwar ist die erste Option, die ihr habt, wirklich mit so einer Einführungswoche. Euch das mal zu überlegen, wie kann man so eine Einführungswoche eigentlich für den Friday gestalten? Also jetzt haben wir von beiden gehört, es waren eher Auftaktveranstaltungen, beziehungsweise bei Jana war es ja noch ein bisschen vorgelagert, also dass sie schon mal die 17 Ziele kennengelernt haben. Aber das ist so der erste Vorschlag, mal zu überlegen, was ist eigentlich so unser Wochenziel von so einer Friday-Einführungswoche, wenn wir die bei uns in der Schule machen. Und was können da mögliche Themen und Inhalte sein? Also an anderen Schulen, wir haben zum Beispiel mit Demokratieprozessen gestartet oder erstmal mit einem Spaziergang durchs Viertel. Und ihr findet da auch noch einige Inspirationen in der Starterbox, die ist auf jeden Fall auch gleich verlinkt und da könnt ihr auch ein bisschen reinschauen. Aber vielleicht habt ihr ja auch in eurer Gruppe gleich schon ganz viele gemeinsame Ideen und könnt einfach mal zusammen sammeln, was könnte alles in so einer Einführungswoche in den Friday passieren. Die zweite Option ist, den Kickoff so zu planen, wie ihr ihn jetzt gerade von den beiden Schulen bekommen habt. Also wirklich für eine Kickoff-Veranstaltung für einen Tag. Und aber davor ab zu überlegen, was brauchen wir denn eigentlich vielleicht dann davor? Was muss davor passiert sein? Also wie Jana das eben gerade geteilt hat, dass sie schon die 17 Nachhaltigkeitsziele in der Form eingeführt haben. Und bei dem Kickoff dann zu überlegen, okay, was sind denn so Elemente? Wir haben jetzt ja schon einige mitbekommen, die für uns da total spannend wären und die gemeinsam mal ein bisschen weiterzudenken oder auch darüber hinaus zu brainstormen. Was könnte denn noch eigentlich bei so einer Kick-Off-Veranstaltung passieren? Manche Schulen machen da zum Beispiel auch einen richtigen Markt der Möglichkeiten. Also wir haben jetzt gerade gehört, es waren bei Jana an der Schule ja auch Externe eingeladen, die auch ihre Expertisen vorgestellt haben. Manche gestalten das aber auch so richtig als so einen Markt der Möglichkeiten, wo die SchülerInnen dann rumgehen können und sich angucken können, was gibt es denn eigentlich schon alles für Menschen und Organisationen in unserer Umgebung, die was für die 17 Nachhaltigkeitsziele machen. Dann wird das Ganze nämlich auch so ein bisschen greifbarer und man hat direkt mögliche Ansprechpersonen und mögliche KooperationspartnerInnen vielleicht und entwickelt auch direkt irgendwie eigene Ideen, was man selbst dann an Projekten machen kann.